Hallo zusammen und willkommen zurück zu Black and White. Ja, wir haben gerade gesehen, das sind 50% gestiegen bei der Kuh über den Kopf. Ich glaube, die hat ein bisschen verstanden, was hier mit der Kindergrippe, glaube ich, funktioniert. Immerhin etwas hat sie gelernt. Ich glaube, das ist sehr wahrscheinlich die Hauptstory wieder. Aber uns fehlt ja immer noch den hier. Dann haben wir wieder einen. Was hast du für einen Ton? Super. Das ist ein falscher. Irgendwo müssen die zwei doch stehen. Wo sind die Steine? Wo ist das Riesenschaf eigentlich hin? Da hinten stampft was? Ah, hier. Mäh. Die haben wir doch schon geschaut. Hier ist irgendwie eine Mine. Herrgott, wo sind die? Da ist auch noch eine Quest. Aber ich möchte eigentlich zuerst mal die Steine zusammen haben, dass wir hier diese Tonleiter fertig kriegen. Ich glaube, hier war der kranke Typ. Oh. Setz dich einfach mal hier hin und fällt uns noch einer. Ein einziger Stein. Mäh. Das sag ich jetzt mal jedes Mal, wenn ich das Teil sehe. Eieiei. Stein, Stein. Das ist ein Feuer. Dachte schon, das glimmt da komisch. Hier waren wir gerade. Ah, ich muss meine Hand dran gewöhnen, nicht bei WASD zu halten. Hier draußen ist auch nichts. Kenne ich schon. Beziehungsweise schon gesehen. Ich hier schon x-mal vorbei rasiert. Das ist keiner, oder? Nee. Deinchen. An. Puh. Ich weiß schon mal nicht mehr, wo ich noch hinschauen soll. Tempel. Oh. Aha. Mal. Sogar richtig, von Anfang an. Wow, cooler Sound. Großartig. Bin ich auch. Es passiert etwas. Die Steine singen wieder. So ein Gefühl, ab und zu fällt ein bisschen Musik hier. Boah, Korn. Hey, noch so ein cooler Wunderspender. Nahrungswunder. Cool. Können wir doch gleich mal ein bisschen hier auffüllen. Ich hab wieder ein bisschen Glauben. Ich kann es ja mal
hier anbinden lassen. Wie war das mit der Leine packen, ziehen? So. Schaust du mir zu? Mann. Kommt Essen rein. Irgendwie was aktiviert? Glaube nicht. Naja, solange es hier bleibt, ist es okay. Nehmen wir mal die Quest an. Was ist denn hier los? Diese Flutwelle. Hilfe! Mein Gemahl und 4 andere Männer ertrinken. Bitte rette sie. Na klar. Mal sehen. Kennen wir jemanden, der das für uns erledigen könnte? Trödel nicht rum. Schick deine Kreatur so schnell wie möglich zu ihnen. Kreatur, komm her. So kann ich die nicht rausholen. Da, nimm. Keine Angst. Kuhdretter ist gleich da. Ja, fein. Bis dahin. Ziehen. Holst du ihn? Oh. Ein. Na, wir hinten noch ein. Das ist so, dass die Kuh auf dem Wasser laufen kann. Ihn noch. Dann haben wir es, glaube ich, geschafft, oder? Oh. Ich bin dir auf ewig dankbar. Wir sind deine ergebenen Diener. Natürlich bist du jetzt dankbar. Hey, noch so ein cooler Wunderspender. Oh. Hey, große Kuh. Komm mal nochmal hier hin. Je mehr sie lernt jetzt, umso einfacher haben wir es dann vielleicht ein bisschen später. Ah, das ist Regen, ne? Schau mal. Hier. Wieso schaust du nicht? Hier. Na, das ist doch toll, oder? Mal schauen, ob wir noch gleich Korn wieder haben. Sehr gut. Wo ist die Kuh hin? Kuh! Ja, guckst du? Bisschen schwer von Begriff, ja? Bist halt kein Affe. So. Bevor wir die Hauptstory machen, möchte ich eher mal die Nebenquests machen. Hier hätten wir noch eine. Bei Gott, ich habe geschlafen. Ich muss eingenickt sein, als ich meine Schafe gezählt habe. Bitte. Finde meine verlorenen Schäfchen. Was macht der Schaf da oben? Oh,
Sie wären ohnehin eines Tages geschlachtet worden. Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Aber wenn wir sie wohlbehalten zurückbringen, haben wir ein Lamm vom Gläubigen. Hört, hört. Eure Heiligkeit belieben zu scherzen. Hab's gefunden. Dann eins. Gütiger Gott, ich danke dir. Bitte mach weiter so. Ah, hab noch eins gehört, oder? Ja. Noch ein Schaf. Gütiger Gott, ich danke dir. Bitte mach weiter so. Haben wir nicht irgendwo da unten noch eins gesehen? Ah, hier. Zack, das sind alle. Gütiger Gott, ich danke dir. Bitte mach weiter so. Ja. Ich bin dran, ich arbeite dran. Das ist ein Schild, das ist kein Schaf. Das ist ein Herzschlag, den man da ab und zu ein bisschen raus hat, ist vom Tempel. Nur so mal als Info. Cool. Da hast du gut gemacht. Das weiß schon mal zumindest, dass da Holz rein muss. Dann muss man die Kuh ja natürlich gleich mal loben. Schäfchen, Schäfchen, wo seid ihr? Was ist eine Kuh? Hier haben wir dann auch nochmal eine Quest. Ja. Was gehört? Nur wo? Nee? Ist hier unten? Nee. Ah. Eieiei. Meme? Hast du alle? Hallo, sag jetzt nicht, das hat nicht gezählt. Hier. 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 Eins fällt wieder. Wo ist es hin? Ich hoffe, es hat sich da irgendwie nicht ein Fehler reingeschlichen. Hier nochmal ein bisschen gießen. Wo ist die Kuh hin? Was sagt das uns? Die Leine da hinten. Ah, cool. Will unterhalten. Ah, guck, Regen. Oh je, meine. Scharf, scharf. Könnt ihr da Schaf hinbringen? Sieh mal, die Dinge sind ziemlich schnell aufgeladen, finde ich. Also diese kleinen Wunder. Guck. Oi.
Und was machst du damit? Hey, ein bisschen mehr Interesse. Oh Schaf, oh Schaf. Man könnte es eigentlich ja auch sein lassen, aber ich würde die Quest schon eigentlich gerne machen. Wie man weiß, alles hat Einfluss. Hoppla. Es fehlen immer noch einige Schafe. Ja, aber da fehlt eins. Wo ist das hin? Da kriege ich das eine, hat jetzt meine Kuh gefressen. Sonst hört man die eigentlich auch immer ziemlich gut. Sind die Pferde. Da der Einsiedler oder was es darstellt. Komm. Der geht nicht. So, hier hinten ein Schaf. Haben die ein Schaf geklaut? Glaube nicht. Hier sind wieder Pferde. Komme ich eh nicht hin. Da ist der Glaube noch zu schwach. Respawn auch nicht. Stell da gleich ein Schwein hin. Mal es weiß an. Ah, schenkt dir ein Schwein. Sicher, weil er jetzt das letzte Mal nicht gesagt hat, danke, oder? Klingt auch aus. Ein richtiger Steinblock wäre beim Werfen. Schaffe ich die da hinten weggeglitscht? Was ist das für ein Geräusch? Hat Ball was kaputt gemacht? So geht das. Okay, jetzt ist sie wohl zu weit weg. Hä? Also jetzt habe ich mal eine... Ah, da hätten wir auch noch einen Stein gehabt. Hör auf! dann lassen wir mal die Quest laufen. Kommt da sicher noch was. Und du bist... Sieh her! Aha. Ich kann dir... Der Typ. Will meine Kuh nicht tauschen. Hier haben wir noch einen. Ich wüsste nicht, warum ich mich vor dir verbeugen sollte, Söhnchen. Ehrlich gesagt beeindruckst du mich nicht die Spur, Kleiner. Götter haben riesige Kreaturen. Das hat mir meine alte Mutter erzählt. Also zeig mir eine wirklich große Kreatur und du hast einen neuen Gläubigen. Meine Kuh ist noch nicht so groß. Kannst sie gerne mal du sehen. Du solltest sie nicht enttäuschen.
Zeig ihm deine Kreatur. Pah, soll er doch verrotten. Er will's doch nicht anders, dieser Bauer. Du musst dich vor ihm nicht beweisen. Komm schon, wir haben Wichtigeres zu tun. Genau. Okay, der will unsere Kreatur sehen. Aber unsere ist ja nicht riesig. Kann ich nicht das Schaf holen? Na, was machst du wieder? Ah, der hat Essen reingeworfen. Ja, fein. Ja, sorry, ich wollte nicht schlagen. Die hat noch Hunger. Gib dir das hier mal. Komm. Iss. Ja, das Essen. Oh Mann. Hat das Puh gemacht. Schaf, oh Schaf. Sucherei. Hä? Wisst ihr was? Wir schicken da mal unsere Kuh hin. Kann das parallel auch mal ein bisschen weitergehen? Wir haben echt Essensmangel langsam hier. Müssen mal Fisch rausholen. Ist nicht viel, aber immerhin nur ein Glauben. Will ich mal ein bisschen näher ans Hans. Außer dann, vielleicht hat da irgendwas nicht getriggert. So, mal schauen, wo unsere Kreatur ist. Auf dem Weg. Hat sich wohl ein bisschen verirrt, ja? Dahin bitte. Lass die Kreatur Steine einsammeln, damit sie stärker wird. Aha. Ist aber eine Kuh. Na. Ich nicht jetzt ein Schaf mehr. Ich schenke ihm noch ein Pferd. Ja. Yeah. Vielleicht. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Hier war ja auch keins, oder? Wird da nichts blöken? Nicht gerade die größte Bestie der Welt, was? Oh. Ist meine Kuh in Ruhe. War nur ein weißer Fleck. Ihr könnt jetzt böse sein und sagen, hey, komm. Du kannst uns mal. Du musst diesen Einsiedler mit deiner Kreatur beeindrucken. Ja, wie? Bin ich aber anders beeindrucken. Guck. Nein, nicht meine Hütte. Sie ist alles, was ich habe.
Lass mich endlich in Ruhe. Ups, ich glaub's, der mag uns nicht mehr. Legen wir den Kerl doch einfach um, Boss. Das darfst du nicht. Bitte. Der Einsiedler ist nicht gut auf dich zu sprechen, Gebieter. Oh. Ja, das ist eine Kiste. Möchte ich die haben? Ja, ist ein bisschen Holz zum Aufbauen. Ich will die Kiste. Ein Wasserwunder. Aha. Aufmerksam. Oh, jetzt habe ich wieder BASD gedrückt. Da, wenn der meine Kuh beleidigt hat, dann nun davon. Niemand beleidigt unsere tolle Kuh. Scharf. Nehme ich gleich nochmal. Können nochmal ein bisschen hier auffüllen. Glauben. Na, lass los. Es fehlen immer noch einige Schafe. Ja, ich weiß doch nicht wo. Dürre Wölfe und zwar aber keine Schafe. Eins davon geschwommen vielleicht. Um irgendein Mäh. Das ist zu viel verlangt. Das ist wieder der Anfangsstrand, wo alles begann. Da hochkamen, haben wir kein Schaf gesehen, oder? War der Steinkopf vom Tiger? Wirkungstrank. Hier haben wir Steine geworfen. Hä? Oh! Oh, zum Teufel. Ich hoffe, es war nicht das hier. Gib mir nochmal ein Mäh. Mäh? Oh, zum Henker. Ich glaube, da war auch mal was mit denen, oder? Oder war das, wenn es Tag wird, das, wo die dann runtergehen? Diese Leuchtkäfer findet man, glaube ich, ab und zu was. Was denn? Hör dich, aber ich sehe dich nicht. Goldene. Ich kann doch nicht so blind sein. Mit dem Stein ist es auch nicht. Das Spiel trollt mich. Na komm. Hä? Er stampft ja nur herum, aber wo ist das Schaf?
Bereich, oder? Da muss ich näher ran, oder? Mehr, ihr Schaf. Nur Steine. Nochmal. Da oben? Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Bist nicht du, oder? So musst du gerade ein Schaf sein. Du musst wissen, ob das Geräusch eher links oder rechts kommt. Warte nochmal die Küste ein bisschen ab. Irgendwo hier sein. Oh, ernsthaft. Lass es das Letzte sein, bitte. Der Einsiedler vernichtet die Vorräte des Dorfes. Was? Du hast seine Hütte zerstört. Erwartest du etwa Dankbarkeit? Wer ist dein Papa? Na? Wer ist dein Papa? Siehst du, da haben wir die erste Konsequenz. Sieh dir das an. Ich lösche gleich. Du hast ihn getötet. Du solltest dich schämen. Ich habe ihn nicht getötet. Ich habe nichts gemacht. Gott sei Dank waren alle. Meine Herde ist wieder vollzählig. Ja, bitte. Im Hintergrund brennt es so schön. Ich bin ein armer Mann. Aber nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ja, bitte. Wir haben etwas zu essen. Ich komme ja schon, ich komme ja schon. Hier hinten war doch Ding, oder? Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Schnell ist er, glauben wir hier. Dauert noch Shit. Ah, das sind die Bäume, die brennen. Da mal ein bisschen weg hier. Ja du, das hat er halt davon, der Typ. Da meine Kuh beleidigen und dann meine Sachen anzünden. Geht ja mal gar nicht. Hey, ganz ruhig, Jungs. Bekehrter Baumeister. Bekehrter Baumeister. Bekehrter Baumeister. 1A. Da hat seine Schafe wieder. Der Ungläubige ist tot. Ja, was haben wir noch? Dachte schon, hier dreht noch was. Ist noch was. Lassen wir aber stehen. Und dann ist der hier wirklich komplett weg, oder? Der Einsiedler ist nicht gut auf dich zu sprechen, Gebieter. Mach die Kuh hier hinten. Wo ist er eigentlich? Also er sagt, wir haben ihn getötet. Also muss da irgendwo der Leiche rumliegen. Wenn ich den finde, dann schmeiße ich ins Meer hinaus. Der lernt fliegen, glaubt's mir. Da ist er ja. Guck an. Ha? Hab dich. Was mache ich mit dir? Willst du mal was Schönes sehen?
Tja. Ab und zu muss man arschig sein. Ah, ich kann ihn nicht mehr packen. Scheiße. Ah, jetzt. Und du? Schade, haben wir den Altar noch nicht, sonst hätte ich ihn geopfert. Na komm, raus mit dir. Du hast ihn getötet? Was bist du nur für ein schrecklicher Gott? Ach was. Er schwimmt jetzt mit den Fischen. Ja, wie gesagt, man kann gut oder böse sein. Ich denke, die optimale Mischung ist das Beste. Ja, dann haben wir hier eigentlich jetzt die Hauptstory, aber die klicken wir erst in der nächsten Folge natürlich an. Ihr wisst es ja, mit dem tollen Schaf da im Hintergrund. Ja, und somit sage ich wieder mal, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Seid artig und bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.